Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Bienenmount. Und zwar können wir uns das für ein bisschen Währung von einem Händler kaufen. Und dazu bin ich einmal auf der Insel von Dorn und hier auf den Koordinaten 74, 45. Dort haben wir einen Händler. Und zwar Ken Diffin oder irgendwie so ähnlich, das ist dieser Zwerg. Und der verkauft verschiedenste Sachen und das, was wir uns holen wollen, ist einmal Zügel der gleitenden Weidebiene. Und dafür brauchen wir eine Währung und zwar hier diese Glutpollen. Und diese Glutpollen bekommen wir von verschiedensten Mobs ganz aus der Nähe. Und zwar will ich euch das jetzt mal kurz zeigen. Wir fliegen jetzt mal ein bisschen drüber. Das ist in etwa hier in diesem Gebiet gibt es Bienen und zwar brauchen wir die Elite-Bienen. Ihr seht schon, da sind echt viele da. Also das sind diese Glutbienen. Die sind hier in dem kompletten Bereich. Zwischenrein gibt es auch noch ein paar Wölfe. Die droppen das meines Wissens nach nicht. Diese Blubs droppen es auch. Und hier diese kompletten Elite-Bienen, ne? Die könnt ihr umhauen. Die haben auch eine relativ gute Respawn-Zeit. Ich würde euch da empfehlen, falls ihr das farmen wolltet, am besten auf jeden Fall einen Tank in der Gruppe zu haben. Und dann eine 5-Mann-Gruppe zu machen. Man kann da Leute für finden, wenn ihr unter Benutzer definiert reingeht und hier B eingibt, ne? Und dann seht ihr, sind da doch ein paar Gruppen, die das Ganze machen. Genau. So Pi mal Daumen, so 2 Stunden rum, je nachdem wie gut oder schlecht eure Gruppe ist, werdet ihr wahrscheinlich brauchen. Also in 2 Stunden kann man da ganz entspannt durch sein. Ihr braucht insgesamt 900 von dem Zeug. Und wenn ihr das habt, dann können wir einmal zum Händler gehen, den ich euch ja eben gezeigt habe. Und dann kaufen wir uns diese schicke Biene. Übrigens, auf der Insel von Dorn können alle Mobs auch für ein anderes Mount knisternde Splitter droppen. Also wenn ihr Glück habt, könnt ihr dann auch noch ein paar von den Splittern mitnehmen. Ich habe während des Farms, glaube ich, 2 bekommen. Aber wenn ihr mehr Luck habt als ich, dann kriegt ihr vielleicht auch mehr. Sudala, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Mount an. Lernen wir es einmal. Und dann suchen wir mal die Biene, Maya. Ne, die Weidebiene. So, da haben wir sie. Und ja, ich finde, die sieht ganz schick aus. Also, sieht halt aus wie die Bienen, die da auch rumflattern. Ah, hat auch eine ganz nette Animation. Ja, und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ist halt ein bisschen den Gegrind. Juti, das war's mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel ihr von den Splittern während dem Farm gekriegt habt, beziehungsweise wie lange ihr gebraucht habt. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.